Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, 3 Minuten Piano Practice. Mein Name ist Sven Häfliger, ich bin der Gründer von Zapiano. Falls du jetzt diesen YouTube-Channel noch nicht abonniert hast, kannst du diesen noch abonnieren. Oder falls du das Video auf Facebook siehst, dann like doch noch die Facebook-Seite von Zapiano. Dieses Video ist nun für die fortgeschrittenen Spieler gedacht. Es geht um Drop 2 Voicings. Was ist denn das? Also, du kennst dich vermutlich schon aus mit den vier Klängen. Es gibt verschiedene vier Klänge. Das wäre Major 7, das wäre Moll 7, das wäre Dominant 7 und das hier wäre noch ein C-Moll 7b5. Das sind so die vier gebräuchlichsten Typen. Und jetzt, wenn du dieses Voicing so spielst, dann kannst du das natürlich auch umkehren. Das wäre jetzt die Grundstellung. In dieser Art. Ups, da wird es ein bisschen unbequem, aber es geht noch. Und dann beginnt es doch wieder von vorne. Dann habe ich den Grundton wieder unten. Also ich habe einfach die Töne C, S, G, B-Flat. Und dann werde ich immer den untersten Ton oktavieren. Und so bekomme ich dann die Umkehrung bei den vier Klängen. Und jetzt, diese Voicings haben ein bisschen, sage ich mal, das Problem, die hören sich so ein bisschen dicht an, vielleicht auch ein bisschen mulmig. Und ich kann diese natürlich auch beidhändig spielen. Das heißt, ich werde die Töne einfach aufschlüsseln und unterteilen. Und dazu eignet sich ein Drop-2-Voicing sehr gut. Das heißt, ich werde die zweite Stimme, das wäre die erste Stimme, das ist die zweite Stimme, diese eine Oktave nach unten schieben. Das heißt, dieser Ton, der verschwindet und der wird jetzt hier unten gespielt. Und dann kriege ich das hier. Da unten hört sich das Voicing jetzt ziemlich mulmig an, aber wenn ich es nach oben transponieren würde, dann kriege ich plötzlich das. Und du merkst, ah, das hört sich ja schon ganz nett an. Wenn ich das wiederum nach oben verschiebe, das ganze Drop-2-Voicing, dann kriege ich das. Dann merkst du, ah, yeah, das hört sich ja schon richtig cool an. Vor allem dann, wenn man begleitet, wenn man einen Bassisten da hat oder wenn man in der Band sowas begleitet, anstatt dass ich ein C-Moll hier so drücke, drücke ich den zum Beispiel dann so. Oder so. Oder auch noch so. So, also ganz langsam nochmals. Du siehst oben die Tasten eingeblendet. Das wäre die erste Version. Die zweite. Und mit der Zeit wirst du dann merken, wenn du das ein paar Male so geübt hast, dann hast du wie die oberste Stimme im Gehör. Also mir geht das so, ich mache. Und unten, so als Tipp, da werde ich immer den mittleren Ton einfach auslassen und dann finden die Finger praktisch automatisch die richtigen Töne. Klar, das dauert ein bisschen, aber mit der Zeit hast du das wirklich so drin und dann hast du viel mehr Möglichkeiten, einen Vierklang zu spielen.